Es ist also schon interessant, wenn man sich ständig narrt, indem man vergisst, was man selbst ist und was die eigenen Gedanken sind. Es ist extrem hartnäckig. Wir haben gesprochen gehabt, dieser Satz, wo ich neu erkläre, fordere dein Wille geschehe. Solange ich die Worte nur einseitig auslege, habe ich ein Problem. Und was ist dieses Ich? Auch jetzt sage ich, wie du erklärst, den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und du Geist erlebst nur deine selbstgemachten Informationen. Das heißt, du kannst nur deine Informationen erleben. Und wenn du das nicht akzeptierst, dass das, was du denkst, von dir erschaffen wird in dem Moment, wo du es denkst. Jeder Gedanke, den du denkst, ist eine Schöpfung von dir selber. Und das Schöpfen heißt schon, du holst es aus dir heraus. Darum habe ich diese Metapher mit dem träumenden Geist. Und die große Schwierigkeit ist, du wirst irgendwann einmal auch erkennen müssen, dass das auch für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen gilt, die du dann verwirklichen kannst, wie ich das nenne, realisieren kann, indem du das auf deine Farbbrille holst. Das ist kein Science Fiction und mir wird es irgendwann einmal mühselig, dass ich hier einen Cut mache. Die Wendezeit ist eh schon passiert, die Weltzerstörung passiert in dem Moment, wenn du das erste und das zweite Gebot hältst. Ein Traum existiert nie außerhalb des träumenden Geistes. Und es gibt hier viele Beweise, dass es so ist. Der erste Beweis ist also hier ein konkreter Beweis. Da komme ich dann gleich drauf auf das Wort konkret. Zeig mir die Weisen deiner Welt, die du dir ausdenkst, die du bewunderst, denen ihre Thesen und Theorien du vollkommen geistlos nachäffst und in deinem Kopf aufgrund dieser Thesen und Theorien Vorstellungen aufbaust, weil man dir das erzählt hat, ohne dir bewusst zu machen, dass diese Weisen der Welt nur Figuren in deinem Traum sind, die von dir selber ausgedacht werden, jetzt hundertprozentig sicher. Was ist Einstein jetzt? Was ist Sokrates? Ein Gedanke. Was sind die ganzen Politiker jetzt? Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und ich erspare mir jetzt wieder die Geschichte vom ersten und vom zweiten zu erklären. Und jetzt kommt hier dieses Vater, dein Wille geschehe. Das heißt, du denkst dann an einen ausgedachten Gott. Dieser Gott, den du dir ausdenkst, das ist jetzt ein Geschöpf, das von dir erschaffen wird. Ein Geschöpf. Du schöpfst den aus dir heraus und denkst dir den in den Himmel hoch. Und jetzt kannst du dir die Frage selber beantworten. Glaubst du, dass da oben im Himmel irgendwo ein Gott ist, der so übermächtig ist? Also der Gott, den du dir jetzt in den Himmel hochdenkst, da ist das dann mal deine Information und die ist, weil du sie denkst. Das zerstört schon einmal vollkommen jegliche Form von religiösem Wahn. Und wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, Vater, dein Wille geschehe, ich als dein geistiger Vater sage ich, dass ich gleich du bin. Das Spiel beginnt mit ich bin du. Das heißt, es wird immer, immer in dir das auftauchen, was du dir denkst. Es geschieht dein Wille. So, und jetzt mache ich den kleinen Satz nochmal. Ich habe dich, Geistesfunke, zum Richter über alles und jeden gemacht. Du bist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du schöpfst und alles, was du denkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst und es wird genauso sein, wie du dir das denkst. Das ist auf jeden Selbstgespräch drauf. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du in dem Wahn lebst, in dieser Entgeistigung lebst, dass du meinst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Also erschaffen wir jetzt einfach mal was. Im Anfang war das Wort, ich spreche jetzt Worte, du reagierst auf die Worte, weil du der deutsch-deutschen Sprache mächtig bist. Und ich sage, jetzt denkst du an ein heliozentrisches Weltbild mit einer Sonne und einer Erdkugel. Wo haben wir jetzt die ganze Zeit? Ich gedachte So, Gedanken. jetzt zeig sie mir auf deiner VR-Brille. Die Sonne funktioniert noch einigermaßen, aber wie sieht es aus mit der Erdkugel? Dann schaust du auf den Boden und sagst, ich befinde mich auf einer Kugel. Ich sage, der sich das ausdenkt, befindet sich nicht auf einer Kugel, sondern das, was du dir ausdenkst, befindet sich in dir. Du bist ein träumender Geist. Ganz einfache deutsche Worte. Und wenn ich jetzt sage, fordere dein Wille geschehe, heißt, es geschieht immer mehr dein eigener Wille. Es wird immer so sein, wie du es denkst. Und jetzt darf man das Wort Wille nicht verwechseln mit dem Wort Wollen. Ich sage immer wieder, das Wort Wollen hat zwei Seiten, nämlich ich will und ich will nicht. Das sind die ersten zwei Seiten. Und wir haben dann, wenn zwei Seiten da sind, sind vier Seiten da und dann werden das acht Seiten. Man muss dieses Prinzip verstanden haben mit Diapositiv und Diapositiv. Und jetzt ist es so, dass ich in so vielen Selbstgesprächen erkläre, es verwirklicht sich nicht in dir das, was du willst, sondern das, was du glaubst. Weil das Wollen
in Bezug auf irgendwas von dir Ausgedachten. In dem Moment ist es ja da. In dem Moment, wo du dir jetzt zum Beispiel sagst, als Brösel, ich will ein neues Auto, ist der Gedanke, entsteht in dir der Gedanke an ein neues Auto. Das Problem ist, es verwirklicht sich nicht aber unbedingt deine Wünsche, sondern was sich hundertprozentig verwirklicht, ist dein Glaube. Ja. Und ich sage immer wieder, der Wunsch, irgendwas besitzen zu wollen, baut auf den Glauben auf, dass man das nicht hat. So ist es. Ich will ja gesund sein. Dann musst du zwangsläufig glauben, dass du krank bist. Sonst würde der Wunsch in dir, dieses Wollen, ja gar nicht auftauchen. Und jetzt kommt das Problem der Entheiligung der Welle, weil das doppelt aufgespannte W, nächste Buchstabe ist Eul und unser Eul 7030 gelesen heißt hochgehoben, das ist es ja. Ja. Mhm. Da muss ich wissen, dass das eine ohne das andere niemals existieren kann. Das wollte ich jetzt noch vorneweg sagen und jetzt gehen wir ein bisschen in Worten, da können wir jetzt noch viel drüber reden. Aber was ich jetzt mache, ich übertrage mal den Bildschirm und ich habe so viel im Hintergrund, ich gebe es mittlerweile auf mit den Selbstgesprächen, weil es gibt nichts, was ich nicht schon tausendmal erklärt hätte. Und da muss man sich es halt 5 oder 6 Mal anhören. Ja. Zwar machen wir als allererstes, das Geheimnis liegt immer in den Worten, wenn man das Grundprinzip verstanden hat. Mhm. Ich betone nochmal, am Anfang ist das Programm. Du bist ein Computer, eine Metapher von Filmmetaphern, ich sage auch ein träumender Geist, das ist ziemlich dieselbe Metapher. Vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren habe ich in die Selbstgespräche mal gesagt, ein Pinsel malt ein Bild oder schreibt ein Gedicht und ein Geist träumt. Ja. Das, was zu existieren beginnt, das Geschriebene, das Gemalte oder das Geträumte, ist ein Dasein-Müssen. Das heißt, all deine Informationen, die in dir zu existieren beginnen, sind so, wie sie von dir gedacht bzw. geträumt oder jetzt in der neuen Metapher von dem Computer erschaffen werden. Dieser Computer symbolisiert einen Geist, der nur seine eigenen Informationen anschaut, die er selber in sich erschafft, in Maßsetzung eines Programms, und das ist ein Schwamminhalt. Die Grundbegriffe muss man jetzt verstanden haben. Ja. Und jetzt kommt dieses unendliche Geschwätz der Pixelmännchen entweder auf deiner verabredeten Real, das sind ja eigentlich genau genommen, sind ja deine sinnlich wahrgenommenen Informationen, optisch gesehen, genauso nur Pixelinformationen, solange du davon ausgehst, dass du durch die Augen nach außen schaust, wo du angeblich irgendwelches Licht in dich reinkommt, das drehen wir jetzt einfach rum, dass du auf eine Brille aufhast und dann haben wir unsere, was die Zäpfchen sind im Auge, in den Medizinbüchern sind einfach nur die Pixel auf den 2 Monitoren vom rechten und vom linken Auge. Und ich betone auch hier, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen und wenn du das einmal zu verstehen beginnst, und ich sage, was ich hier in den Ohrenbadungsschriften in über 20.000 Seiten erkläre, auch sehr, sehr wissenschaftlich und arithmetisch, steht in keinster Weise im Widerspruch zu irgendeinem Physik- oder Religionsbuch. Es wird bloß ganzheitlich zusammengesetzt, das heißt ausgelegt, ganzheitlich, dass man es zusammensetzen kann. Ja. So, und jetzt springe ich hier mal rein und ich mache jetzt mal so Kleinigkeiten. Wir nehmen mal nur das Wort Intuition. Wir schauen uns das Wort Intuition an und du musst dir nur, das ist eine Grundvoraussetzung, nur ganz, ganz bewusst die Sachen anschauen. Mittelalterlich Intuitio, die unmittelbare Anschauung. Interessant ist schon das Wort unmittelbar. Was heißt eigentlich unmittelbar? Da haben wir jetzt so viele Möglichkeiten, das auszulegen. Das UN ist erst einmal eine aufgespannte Existenz oder ein verbundenes Sein, wenn man es rot und blau liest. Genau genommen ist in der Mitte immer nichts. Im Zentrum ist immer nichts, aber trotzdem alles. Aber da bin ich auch drauf eingegangen mit der Kamera Obscura. Ja. Das heißt, intuere, genau hineinsehen, hinsehen, anschauen. Das ist jetzt so allgemein, was ist eine Intuition? Das kannst du dich jetzt reinlesen, wenn du willst. Man sagt normalerweise ein Bauchgefühl, das ist in mir aufgetaucht. Da steht eine Bauchentscheidung. Vorsilbeende, sehr interessant. Ja. Aber ich müsste mal bloß einmal machen und müsste dieses Intuitio, das schlichtweg und einfach mal in ein Altlatein-Wörterbuch nachschauen. Lass dich überraschen, was meinst du, was jetzt passiert? Das konkret brauchen wir auch gleich. Intuitio jubilene. Schau mal, was da steht. Das ist einfach die Erscheinung eines Bildes. Wir wissen, Beilet heißt im Kind. Im Kind ist es auf der Oberfläche des Spiegels. Interessant,
Es verlässt den Spiegel nicht. Das ist genau genommen im Spiegel. Ja. Der Spiegel, wenn ich immer sage, in der Mitte, wir haben einen vorm Spiegel und hinterm Spiegel, und das, was angeblich hinter dem Spiegel in Erscheinung tritt, ist im Spiegel, und du wirst irgendwann mal begreifen, schau bitte das kleine Bild an, dass das vorm Spiegel auch im Spiegel ist. Ja. Das heißt, es spielt sich alles in dem Rei ab, der Spiegel auf Hebräisch, und wir wissen, das ist der Kopf des Schöpfergottes. Mhm. Das ist, wenn man die Grundlagen nicht hat oder die Reife nicht hat, und ich sage immer, das musst du nicht wissen, wie es funktioniert, das ist jetzt das Schauspiel im Spiegel. Ja. Das ist einzeln gelesen, ist der Kopfschöpfer, ist Gott göttlich. So ist es. Mhm. Das ist jetzt nur die Intuition. Und jetzt ist es, dass die Quantenmechanik, du wirst von mir nie hören, ich sage das immer wieder, du wirst von mir niemals hören, dass irgendetwas, was ich dir erzähle, dass das nicht stimmt. Ja. Es ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Ganzen. Und jetzt mache ich ganz kurz einmal einen Vortrag hier von dem Physiker. Und du merkst, es sind, sagst du mal, alle Figuren in deinem Traum, die in dir auftauchen, sind tiefgläubige Materialisten, die brechen das erste und das zweite Gebot. Du lebst in Sodom und Gomorra in einer Welt, die nur noch aus Lüge besteht. Es geht jetzt nicht, wer da außen die Guten oder die Bösen sind, sondern es geht zuerst, es dreht sich, wer ist dran schuld? Tausendmal sage ich, die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich? Der sich's denkt. Sagst du mal, der sich das ausdenkt. Vollkommen geistlos ausdenkt und sich nicht selbst dabei beobachtet, was er eigentlich denkt. Jetzt schauen wir mal, wir machen mal so eine Kleinigkeit. Ich könnte jetzt da auf die Stadtpunkte reingehen, hören wir mal genau zu. Er erklärt jetzt hier zum Beispiel Beobachterphänomen. Schrödingers Katze. Was ist jetzt die Korrektur an unserem Weltbild durch die Quantenphysik? Eben, das ist erstens dieser... Das ist schon das Wort eben. Nur das Wort eben, ein Kleinod, wo ich, wenn du willst, dir jetzt der 400-Seiten-Buch machen, wir können das jetzt das erste Mal latinisieren, expand. Ja. Und nochmal eine herausgetretene Polarität, wir sind wieder hier. Und noch viele E-Quadrat ist der Sohn, das bin ich und du, der vorm Bücherregal, wie ich das symbolisch nenne, der liest eben. Eben heißt zeitlich jetzt, eben jetzt und räumlich flach. Das ist der Nullpunkt. Das ist dieser Punkt, das ewige Hier und Jetzt, in dem sich alles abspielt. Ja. Diese Sache mit der Kausalität? Die Sache mit der Kausalität ist das nächste große Problem, weil das sich automatisch in ein unbewusstes chronologisches Denken führt. Es ist hundertprozentig sicher, dass jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt und egal, wo du dir jetzt räumlich oder zeitlich was indenkst. Ja. Es ist hier und jetzt deine Information. So ist es. Das ist alles, was ich dir erkläre, nochmals 100% sicher. Die Geschichte mit dem ersten und mit dem zweiten erzähle ich jetzt nicht nochmal. Solange du in dem Wahn lebst, dass dir das, was dir logisch erscheint, obwohl du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, und das ist die komplette Religion deiner jetzt ausgedachten Welt, es ist die komplette Naturwissenschaft deiner Welt, 99,99 Bündchen Prozess sind zwar unheimlich logisch, kennst du aber nur vom Hören sagen, und du kannst nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Du kannst nicht überprüfen, ob in deinem Kopf ein Gehirn ist oder ob dein Körper existiert, wenn du nicht dran denkst. Und wohlgemerkt, ich rede jetzt mit einem Geist. Ja. Und wenn du zwanghaft versucht bist, einen Körper am Leben zu halten, jetzt sage ich nur wieder vom Säugling bis zum Greis, ein vollkommen sinnloses Unterfangen. Nein. Existierende Sachen, die in dir auftauchen, existere, die du zu sehen bekommst für den Moment, wo du es denkst oder wo du es auf der Verabrede hast und mit dem nächsten Gedanken schon wieder zerstört, weil das ist hundertprozentig sicher, sind nicht da außen. Halt einfach das zweite Gebot. Ja. Mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und halt das erste Gebot, mach dir kein Bild von dir selbst. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Mhm. Dann taucht in dir dieses Körpergefühl auf. Genau. Aber wo ist der Körper, wenn du ihn nicht denkst? Du bekommst nur deine eigenen Informationen zu sehen. Die Betonung liegt auf Informationen. Und dieser ständige Wechsel von Informationen ändert nicht das Geringste an dir selbst. Mhm. Der Geist, der das erlebt, den wir uns jetzt natürlich ausdenken müssen, der jetzt eine vergängliche Erscheinung ist, weil ein Geist, der das erlebt, den wir uns jetzt denken, das ist ja auch schon wieder eine Existenz. Ja. Du musst begreifen, dass du ein absolutes Nichts bist, wie dein Vater, wie ich. Ja. Die ersetzt wird durch den Zufall? Die
Die Kausalität ist eine Sache von Ursache und Wirkung, und sobald ich das auseinanderreiße, was war zuerst da, das Ei oder die Henne, ein absoluter Blödsinn, bin ich tausendfach darauf eingegangen. Ja. Alles, was du dir in die Vergangenheit denkst, denkst du jetzt, das ist ein Faktum. Und solange ich nicht weiß, was Fakten bedeuten, wo ich tausendmal erkläre, ein Faktum ist wörtlich übersetzt eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache aus dem Lateinischen. Die Tat besteht darin, dass du was denkst oder dass du jetzt irgendwas anschaust, sinnlich wahrgenommen auf der VR-Brille, das aber nicht von außen kommt, sondern aus dir. Genauso wie jeder Gedanke, wenn du träumst, aus dir kommt. Das ist das Faktum und nicht, dass das, was du jetzt denkst, unabhängig von dir da außen existiert oder schon da war, bevor du es gedacht hast. Das ist materialistisch-religiöses Geschwätz. Ja. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, das sage ich jedes Mal, solange du das nicht erkennst, was du selbst bist, ewig, ohne Veränderung und was deine Gedanken sind. Mhm. Wird durch den Zufall in dem Fall. Und das Zweite ist, die darüber haben wir noch nicht gesprochen, die interessante Beobachtung, dass wenn ich jetzt eine Messung mache und die liefert mir ein bestimmtes Resultat, das Resultat ist zufällig, dann könnte ich meinen, dass diese Messung mir eine Eigenschaft aufdeckt, die schon existiert hat, nicht? Ich meine einfach, wenn ich da dieses Blatt Papier hochhebe, dann sehe ich, was darunter ist. Das war sozusagen versteckt. Aber der Tisch mit der Maserung, das hat existiert. Das ist nicht sozusagen neu entstanden dadurch, dass ich... Das ist die normale Logik. Und jetzt lassen wir dieses kleine Beispiel, hebt ein ganzes Weltbild aus den Angeln. Zuerst einmal, die Quantenmechanik ist genauso, oder die Physik ist genauso eine Religion wie das Christentum, wie der Buddhismus. Ich sage, diese ganzen Denksysteme, wenn man diese heiligen Schriften, in jeder Religion gibt es heiligen Schriften, das ist der Tanach, der Talmud, bei den Juden, es ist die Bibel, bei den Christen mit dem Neuen Testament dann dazu erweitert, das sind die Physikbücher und Chemiebücher in der Religion der Naturwissenschaft, wo die Satzungen festgelegt sind. Und ich betone immer wieder, du wirst von mir nie hören, dass da irgendetwas nicht stimmt. Das, was im Argen liegt, ist das, was deine Lehrer dir erzählen, was diese Worte oder diese Formeln in den Schriften bedeuten. Ja. Kausalität ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und das wird zeitlich auseinandergerissen. Ich erwähne nur ganz kurz mein Klingelingeling-Beispiel, diese zwei Seiten des Klingelingeling-Beispiels. Bin ich tausendfach darauf eingegangen. Und da ist es immer wichtig, auch wenn ich hier sage, wir haben zwei Möglichkeiten. Deine momentane Logik, die du zu überwinden hast, ist, es klingelt was, ob das ein Handy ist oder eine Kirchturmglocke oder sonst was, und du setzt eine Ursache in die Vergangenheit aufgrund dieses Klingelns und meinst, die Ursache ist zum Beispiel ein Anrufer, der dich anruft und deshalb klingelt dein Telefon. Und ich sage, da ist einfach nur ein Klingeln in deinem Kopf und dann denkst du an das Telefon und an den Anrufer. Das heißt, die Ursache, das zu denken, ist das Klingeln. Du tauschst die Kausalität aus. Ja. Es passiert aber immer jetzt. Die Sache, die ich dir jetzt sage, du träumst und du hast ständig wechselnde Informationen, weil in deinem Traum ein Klingeln auftaucht, denkst du in deinem Traum ein Handy oder ein Telefon, und das erschaffst du, jeder Moment wird jetzt erschaffen. Du kannst es sofort überprüfen, jeder 13-Jährige kann das überprüfen. Oder taucht ein anderes Klingel auf und du denkst an der Kirchenglocke. Ja. Die Geräusche, im Anfang ist das Geräusch, ist das Wort. Mhm. Auch immer wieder sagen, Worte können schriftlich dargestellt werden oder sie können als Geräusch in dir auftauchen. Das sind wieder zwei Seiten. Und jetzt ist es so, ich gehe auf dieses kleine, schau das Bild an. Die Quantenmechanik. Es ist alles gleichzeitig. Ja. Bei Schrödingers Katze in dieser Kiste, diese einfache Metapher ist einfach nur zuerst einmal zwei Zustände, lebendig oder tot. Ich sage dann nämlich ja weiter das mit der Küche. Wir sagen, in der Kiste ist eine Küche drin. Und sobald du reinschaust, siehst du ein Bild. Aber das ist, wenn du in deine Küche jetzt reinschaust, du kannst die Küche nicht sehen. Du siehst dann den Herd oder das Fenster, tausendfach erkläre ich das. Das ist für dich tausendmal mehr wert wie ein Lottogewinn oder Millionen auf dem Konto. So ist es. Es ist für dich tausendmal mehr wert, wie wenn du sagst, mein Körper, jetzt bin ich gesund. Ja. Weil gesund ist das Gegenteil von krank. Die Heiligkeit ist, dass du gar nicht an diesen Körper denkst. Du brauchst eine neue Vorstellung von Körper. Dein momentaner Körper auf der höheren Ebene ist deine Traumwelt. Ja. Und du bist immer das Zentrum davon. Und egal, wie sich die Welt, der polare Rand, WILD, so, egal gleichgültig, wie sich die Welt um dich herum, das ist hebräisch, hebräisiertes Wort Welt, egal wie sich die Welt um dich herum verändert, das ist ein polarer Rand.
im Rand. BR heißt das Äußere und AND heißt dann Auf- und Abschwingen. Auf Hebräisch hier. Das gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, kann ich bis ins Detail erklären, weil das ein Computerprogramm ist. Ja. Du lebst in einer Matrix. Du, meine ich jetzt den, an den du denkst, lebst dich durch, als personifizierte Person in einer Traumwelt, die sich letztendlich in dem Kopfkino des träumenden Geistes abspielt. Ja. Das ist Welt. Der polare Rand. Und du musst den von Augenblick zu Augenblick opfern, um ein neues Bild zu kriegen. Darum bist du auch der Shin-Opfer, der Schöpfer. Da steckt das Wort Opfer mit drin. Genau. So ist es. Holo-Feeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Das ist das Weltbild des dritten Jahrtausends. Ja. Es ist nicht eine leichte Erweiterung von einer Scheibe zu einer Kugel, alles ausgedachte Sache. Es ist vollkommen neu. Ja. Aber es baut auf all den Baselstücken auf, die alte bestehende Wissen. Ich lasse kein einziges Wissenselement, egal welche Zeit, wo du dir Wissen hindenkst, gehört zu dem heiligen Ganzen von unendlich viel Wissen. Ja. Und jetzt ist es so, dass in der Quantenmechanik, was jetzt er hier ganz kurz sagt, wir können uns das nochmal anhören, dass beim Messen, das müsste ich jetzt hier eine Stunde einen Vortrag halten, was eigentlich Messen in der Tiefe, das Wort Messen in der Tiefe bedeutet, da ist das Wort Esse schon drin im Lateinischen. Dass hier eine Messung, wenn stattfindet, das ist, du schaust in die Kiste rein. Mhm. Und dann kriegst du ein Ergebnis. Er sagt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Messung mache und ich schaue in der Messung, sehe ich, was unter dem Papier ist, dann sehe ich erst dann, wenn ich reinschaue, erst, ich mache es nochmal ganz einfach, es entsteht erst in dem Moment, wo du es denkst. Ja. Und es entsteht jetzt ziemlich wahrgenommen, wenn du hinschaust. Jetzt sage ich wieder Schnipp. Jetzt denk bitte an deinen Kopf, dreh den Kopf und schau die Tür an. Wenn du in einem Zimmer dich jetzt befindest. Schau die Tür an und schau die Türklinke an. Wo war die jetzt die ganze Zeit, solange wir nicht darüber gesprochen haben? Nicht. Sie hat nicht existiert. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du das zweite Gebot griffst, dass du glaubst, dass etwas, was du jetzt in dir erschaffst, weil du es denkst, unabhängig von dir da außen existiert, entgeistigst du dich vollkommen, du entgöttlichst dich in dem Moment und machst dich zu einem sterblichen Säugetier, wo du versuchst, es möglichst lange am Leben zu halten. Mhm. Ja. Es kann nur Geist verstehen. So ist. Bemühe dich nicht, irgendeiner Figur, irgendeinen Menschen, sprich trocken aus, nach mir in deinem Traum das zu erklären. Darum all meine Gespräche sagen, ich erkläre es den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdeckt. Ja. Mich interessiert der Mensch, an den du denkst, der Affe, an den du denkst, wirklich nur sekundär. Ja. Vom ersten Beginn von Holofeeling an, das heißt, ich bin du, ich bin der, der sich's ausdenkt. Ich erkläre dir, dass du derjenige bist, der sich das alles ausdenkt. Egal, was du denkst. Mhm. Aber was du denkst, hängt davon ab, was für einen Intellekt, was für einen Glauben du zum Denken benutzt. Ich sage immer, du bist der Computer und das, was du zurzeit an Schwamminhalt, an Programm, an Wissen in deinem Arbeitsspeicher hast, das du dir nicht raussuchen konntest. Mhm. Selbst die Jahreszahl, wenn ich sage, was haben wir jetzt für ein Datum? Ein anderes Programm sagst du 1533, mhm, ja. 1302. Das ist natürlich auch alles nur nachgeplappert. Es ist ein Wissen, das du vom Hörensagen kennst. Mhm. Jetzt ist es so, wenn man das Blatt Papier, übrigens Babi R, das heißt, dein Vater erweckt das Ganze dann. Sobald du da drunter schaust, sagt er, jetzt siehst du die Maserung des Tisches. Und wir glauben, dass das die ganze Zeit da drunter war. Wir glauben, dass das in der Kiste drin war. Das ist der große Fehler. Die Quantenmechanik, die Formeln erklären eigentlich das genaue Gegenteil. Es entsteht in dem Moment, wo wir das messen. Ich sage ganz einfach, alles, was du denkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst oder wenn du hinschaust oder wenn du es hörst. Es gibt kein Vorher und kein Nachher für die Dinge. Die Wellengleichung bricht in dem Moment zusammen und die bricht immer jetzt zusammen. Mhm. Ja. Pass auf, nochmal drücken. Was ist jetzt die Korrektur an unserem Weltbild durch die Quantenphysik? Eben, das ist erstens diese Sache. Das Wort Korrektur kommt übrigens auch von Konkrete. Schauen wir uns dann gleich an. Kommen wir gleich dazu. Kausalität. Die ersetzt wird durch den Zufall. Das heißt, die Kausalität von Ursache und Wirkung wird ersetzt durch das, dass dir jetzt was zufällt. Zum Beispiel ein Geräusch, Klingelingeling, das taucht in dir auf. Und dann wirst du feststellen, dass du darauf reagierst und durch deine Reaktion, du wirst zum Beispiel denken, wer ruft mich jetzt an? Denkst du an einen Anrufer? Du denkst an dein Handy. Die Ursache
dass du das denkst, ist dieser Reizauslöser des Geräusches. Ja. Die Ursache, dass wenn ich jetzt auch so schnipp und jetzt denkst du an deine Ohren und deine Nase, diese Geräusche sind die Ursache, dass du das jetzt denkst. Hätte ich was anders gesagt, würdest du was anders denken. Ja. Aber egal, was du denkst, du tauschst nur deine Informationen aus in einer Transversalen. Es spielt sich alles hier und jetzt ab. So, jetzt kannst du an Paris denken, an Eiffelturm. Das sind nur Worte. Da wird jetzt, wenn du zum Beispiel nur chinesisches Programm laufen hast, das heißt chinesisches sprichst, dann wird nichts passieren, dann sind es nur Geräusche, kann Datei nicht lesen. Weil du hast es mit wirklich, du bist selber ein Computer mit einem Programm. Ersetzt wird durch den Zufall in dem Fall. Und das Zweite ist, die... Der Zufall übrigens, dieses Pur, du weist da immer wieder drauf hin, das ist das Geheimnis dieses Grundprogramms. Mhm. Das ist jetzt, diese Buchstaben kann auch für oder vor, die Formen zum Beispiel, die Formen. Das B ist ja auch F. Da haben wir unser W und da haben wir unser R. Ja. Darum ist es purer Zufall. Das heißt auch los, ein Zerbersten, ein wenn dir Zer, ganz interessant, Zer, ZR, die Geburt einer Berechnung, die Geburt von was erweckt. ZR heißt auf Hebräisch zu Form werden. Okay? Ja. Und das ist eine polare Erscheinung. Wir sagen dieses im Ersten. Ich sage immer, ich bin der Erste. Ja. Die Form, das Formen, das zu Form werden, passiert im Ersten. Und ich behaupte, dass ich du bin. Das ist übrigens 286, 200 ist Rosches, der Kopf, 86 ist UB. Das passiert im Kopf von UB. Die Zahlen, das muss man jetzt nicht wissen, das ist eine reine, strenge Arithmetik. Nicht so arithmetisch präzise wie Holophile. Bloß, dass ich jetzt Sprachen und Religionen, nicht nur hier jetzt das Hebräisch-Deutsche, ich sage mal, es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ja. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, die interessante Beobachtung, dass wenn ich jetzt eine Messung mache und die liefert mir ein bestimmtes Resultat. Das Resultat. Messen heißt schlichtweg und einfach, wenn ich dieses esse. Wir schauen uns mit Hebräisch hier nochmal das Wort esse. Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt etwas aktiviere in mir, etwas mache, etwas tue, etwas ausführe, etwas hervorbringe aus mir selbst. Hervorbringen heißt in dir. Gott ist der absolute Mittelpunkt der Urengel, bevor er geknallt hat. Und aus diesem Punkt entspringt dieses Geist, reiner Geist, aus dem, ich sage immer symbolisches Internet, aus dem entspringt jetzt etwas und wird so, das ist der absolute undenkbare Mittelpunkt, machen wir ein undenkbares Inneres und zu dem gehört ein ausgedachtes Inneres, entspringt eine Information, das heißt, du führst es, zuerst einmal ein Aus-Herausführen aus der absoluten Einheit in die Besonderheit. Das ist eine momentane Information und die denkst du dir jetzt zusätzlich noch aus deinem Kopf heraus nach außen. Das ist die Gedankenwelle. Innerhalb und außerhalb deines Kopfes. Und der Punkt, aus dem diese Welle entspringt, das ist der absolute Mittelpunkt. Das Zentrum in der Kamera Obscura. Und das ist dieses Esse. Und wenn ich jetzt M-Esse mache, das ist eigentlich das Wort messen. Ja. Ich messe, dann heißt es, ich bin der Aktivierende, der das Tun, das Werk, die Wirkung, ein künstlich gemachtes Werk. Und das jeder Gedanke ist eine Frucht von mir. Das ist eine Tatsache, lateinisch ein Faktum. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tat. Du kannst jeden Moment als Geist, wenn du Geist bist, und du bist Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, kannst du diese Tat beobachten, was in dir passiert. Darum sage ich, beobachte einfach, was in dir passiert. Aber wisse, du bist was anderes wie irgendein Gedanke. Ja. Ist zufällig. Dann könnte ich meinen, dass diese Messung mir eine Eigenschaft aufdeckt, die schon existiert hat, nicht? Alles. Alles, was jemals angeblich von dir in die Vergangenheit gedacht wird und alles, was möglich ist, in die Zukunft zu denken, ist hier und jetzt da in dir und es wird, wenn es zu existieren beginnt, immer nur hier und jetzt existieren. Ja. Egal, wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Und die kindgerechten Beispiele für jeden 13-Jährigen, wenn ich sage, was hat ein Känguru in Australien, der Neandertaler in der Steinzeit und der Eiffelturm gemeinsam? Dich! Weil du jetzt aufgrund dieser Worte um dich herum dir irgendwelche Sachen verstreust, die nur hier und jetzt Gedanken sind. Jawohl. Ich meine einfach, wenn ich da dieses Blatt Papier...
Der Papi erweckt, ich hebe das hoch und schaue, was darunter ist. Hochhebe, dann sehe ich, was darunter ist. Das war sozusagen versteckt. Es war verästeckt. Da müssen wir jetzt wirklich in die Sprache drüber reingehen. Aber der Tisch mit der Maserung, das hat existiert. Das ist nicht sozusagen neu entstanden dadurch, dass ich ihn... Das ist der normale Glaube. Ja, ja. Das ist der normale Glaube. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie spazieren gehe und jeden Blickwinkel, wenn ich jetzt durch den Wald laufe, jeden Baum, den ich anschaue, der ist schon da außen, bevor ich ihn denke. Die Quantenmechanik, diese neue Religion, wo keiner wirklich verstanden hat, beweist arithmetisch, dass das erst entsteht in dem Moment, wo es angeschaut wird. Jeder Gedanke beginnt erst zu existieren, wenn du ihn denkst. Yeah. Und er existiert vorher nicht. Das ist jetzt das große Problem bei denen. Ich sage, der ist aber trotzdem da. Da. Bei Eigenschaften von Quantensystemen ist es so, dass die Annahme, dass das, was ich beobachte, vorher schon existiert ist, in gewissen Fällen falsch ist. Nein, immer. Es ist schon, jetzt bricht schon wieder der Materialismus aus. Das wollen wir uns jetzt gleich ausschauen. Gerne. Das heißt, es ist definitiv auch im Quantencomputer, dass alle Möglichkeiten gleichzeitig da sind. Die nicht, das ist ein Parallelrechner, was ein totaler Blödsinn ist. Und erst wenn wir nachschauen, wenn wir hinschauen, kriegen wir das Ergebnis, das aber eigentlich erst durch das Hinschauen zu existieren beginnt. Mhm. Ich sage ganz einfach, ein Gedanke beginnt zu existieren, wenn du ihn denkst. Wenn du eine Information draus machst. Und er existiert vorher nicht. Aber er ist da. Und jetzt kommt der Trick mit dem Rot und dem Blau. Um das nochmal ganz einfach anzusprechen. Das, was immer da ist, das ist eine Datei. Die Daten. Daten sind ganz einfach hier, jetzt können wir das natürlich wieder hebraisieren, da haben wir zuerst einmal das Wort DD, Konsonant natürlich gelesen. Das heißt die Anordnung, das Gesetz, der Glaube. Die Religion, die Verordnungen. Und das ist dein Glaube, deine Religion, das ist das, was letztendlich, das kann man natürlich rot machen, dieses Dart ist geschlossen, immer da sein. DT. Ein bewusstes geistiges Sein. Das Immerseinende, das ist der Geist, der träumt. Den müssen wir uns jetzt natürlich ausdenken, aber er ist eben nicht etwas nicht Existierendes, weil er ewig ist. Und jetzt ist es schlichtweg und einfacher so, du denkst dir jetzt an den Computer, das bist du. Das ist rot. Ich muss, wenn ich mit dir spreche, dass du eine Vorstellung in dir aufbaust. Und die Daten, die du hast, wir sagen einfach, in deinem Arbeitsspeicher ist jetzt ein Film. Ja. Ich erwähne das immer wieder. Das ist eine reine Zahlenstruktur. Ich erzähle dir was. Das denken wir uns jetzt natürlich schon. Diese Daten oder die Software, die dazugehört, die Bilder, die auf dem Bildschirm auftauchen, das, was du siehst, ist nicht auf dem Film drauf. Ja. In der Form, so wie du siehst. Weil das ja nur herausgespiegelt, herausgerechnet ist. Es ist eine vollkommen statische, eine Sache, wo ich sage, ein Programm und Daten auf einem Computer sind etwas, egal was du dir jetzt vorstellst, es passiert dasselbe, wie wenn du dir versuchst, einen Geist vorzustellen. Du kannst dir etwas Nichts Existierendes nicht vorstellen, du kannst aber wissen, was es ist. Das ist wirklich tausendmal Sachen, was denkst du, wenn du an nichts denkst? An das Wort Nichts, das ist aber ein Geräusch. Ja. Das ist aber nicht nichts. Was du jetzt hast, du hast das Geräusch und die Stille. Ja. Du brauchst einen Unterschied. Du hörst keine Geräusche, wenn im Hintergrund keine Stille ist. An weiß geschriebene Namen auf einem weißen Blatt Papier, das sind so, du brauchst da vollkommen neues Denken. Es ist aber immer alles da. Ich sage, der Urknall, bevor er gequalt hat, ist eine riesengroße Einheit, wir nennen das rot geschrieben Uni. Uni heißt ein verbundenseiender Gott. Ja. Und der zerspringt jetzt das Universum, das in eins gekehrte, indem du praktisch winzige Facetten aus dir herausspiegelst. Denk immer an den Spiegeltunnel oder den Spiegeltetraeder. Mhm. Es ist nur in diesen Reihen, in diesem Spiegelkonstrukt, ist nur ein allereinziger Geist, ein allereinziges Lämpchen, ein allereinziges Licht. Ja. Und alle Spiegelungen drumherum, die ganzen Lichter, sind nur Facetten, Funken von dem einen ewigen Licht, das sich nicht verändert. Ja. Meine Spiegelwahrnehmung in dem Kopf, in dem Spiegeltunnel. Mhm. Diese ganzen Lampen sind eine Illusion. Ja. So sind die Einzelbilder, die aufblitzen in dir jetzt auf einen Monitor, sind nur winzig herausgerechnete, herausgespiegelte Facetten von diesem statischen Konstrukt im Arbeitsspeicher. Mhm.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ein Bild taucht auf, das hat vorher nicht existiert. Existere heißt heraus, es ist vorher nicht herausgetreten und es kann auch noch nicht heraustreten. Das, was zu existieren beginnt, beginnt immer hier und jetzt zu existieren. Hier und jetzt in meinem Kopf, das ist das über meinen Kopf, dieses B. Roshit heißt, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, hingestellt, erschaffen. Ja. Und das existiert nur, solange ich das denke oder anschaue. Dann fällt es rein. Und in dem Moment, wo das Bild sich auflöst, taucht automatisch der nächste Gedanke auf. Ja. Aber da jeder Gedanke, den ich denke, hier und jetzt ist, muss sich das Ganze mit Lichtgeschwindigkeit verändern. Das ist das, was er sagt, das, was jetzt unter dem Papier ist, wenn wir da reinschauen, wenn wir in die Kiste reinschauen, wenn wir messen, hat vorher nicht existiert, ist richtig. Es war aber da, immer als Seinsmöglichkeit. In dir sind unendlich viele Seinsmöglichkeiten. Ich sage jetzt einfach mal, um nochmal eine Metapher zu nehmen. Du denkst jetzt einfach hier, du hast im Internet, egal welche Internetseite du aufmachst, in dem Moment, wo die zu existieren beginnt, auf deinem Monitor, hat die vorher nicht existiert. Sie war aber im Internet da. Aber zu existieren beginnt sie erst, wenn du die aus dem Internet herausholst und auf dem Monitor sichtbar machst. Ja. Darum habe ich gesagt, Internet ist nur ein anderes Wort für Gott. Ja. Wenn du dir das jetzt unendlich groß mit unendlich vielen Dateien und unendlich vielen Filmen vorstellst. Mhm. So, das haben wir jetzt einmal als erstes ab. Jetzt machen wir hier mal so eine Kleinigkeit. Und zwar holen wir uns jetzt einmal den Kirchhoff. Das ist ein sehr interessantes Gespräch. Ist es wert, sich ganz anzuhören? Und ist es dann doch wiederum nicht wert, weil es nur raumzeitliches Geschwätz ist? Schauen wir mal ganz kurz da rein. Das fürchte ich allerdings auch. Alles aber Sie haben vorhin die Sache mit dem Weltbild erwähnt. Ja, ne? Ich will noch mal sagen, Mitläufertum und Weltbild. Ja, Mitläufertum und Weltbild. Die Menschen... Das ist jetzt Mitläufertum und Weltbild. Das bringt es auf den Punkt. Die sprechen alles an. Es ist jeder, der in irgendeiner Sekte oder in einer politischen Partei ist, in einer religiösen Strömung, ist egal was. Er ist ein geistlos nachäffender Mitläufer. Und ey, so programmiert, er kann nicht anders. Ich sage, dein Schwamminhalt, du suchst dir das nicht raus. Ja. Da sind wir nochmal kurz bei den Medien. Ja. Die Medien geben das doch wieder. Ja. Die sogenannten Qualitätsmedien. Die sogenannten. Ja, die sogenannten Qualitätsmedien geben auch wieder, was die Wissenschaft sagt. Ja. Ja, oder heben den Anspruch. Ja. Ja. Und viele, die das sehen, die glauben das. Ja. Weil sie Autoritäten auch glauben, weil sie hilflos sind und letztlich gar nicht wissen, wie es wirklich ist. Und weil sie letztlich... Zum Beispiel, wenn du hier jeder Kleinigkeit zum Arzt läufst. Du wirst irgendwann einmal aufwachen und du wirst feststellen, dass es Sodom und Gomorra ist. Du lebst zurzeit in Sodom und Gomorra und ich öffne dir die Tür zur Arche. Ja. Die Arche übrigens so interessant. Das ist das hebräische Wort für Arche. Mhm. Das ist die Kiste, von der ich die ganze Zeit rede. Aber interessant, dass dasselbe Wort auch das geschriebene Wort ist. Jedes Wort ist eine Kiste und ich sage, wenn du dann mindestens ein 400-Seiten-Buch draus machst, hast du sowieso keine Chance. Ja. Die kann man natürlich auch rot lesen, diese Deba, dann ist es immer das sein, die in der Mitte verbunden und das ist die geistige Quintessenz, das ist die Quintessenz, die 5, die rote 5. Ja. Und wie gesagt, all das Zeug musst du nicht wissen. Es reicht mir, wenn du weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Du erlebst nur deine Informationen und deine Informationen ändern an dem, der den ständigen Wechsel beobachtet. Wenn du das wirklich nur beobachtest, überhaupt nichts. Sobald du ein Gefühl kriegst, dass ich an dir dein jetzt ausgedachtes Leben, du kannst es immer nur jetzt denken. Deine Vergangenheit kannst du jetzt denken und deine Zukunft kannst du jetzt hochkonstruieren. Es wird aber nichts passieren. Mhm. Versuche mal morgen an gestern zu denken. Ich sage nochmal, egal wann du es denkst, du wirst es jetzt denken. Ja. Du kannst dir jetzt denken, was du morgen eventuell tust. Dann baust du jetzt Informationen auf und wenn du das dann tust, wirst du das jetzt tun. Ja, so ist das, ist so unendlich einfach und simpel, im wahrsten Sinne des Wortes. Gar nicht die Prinzipien kennen, auf denen das Ganze basiert. Das habe ich festgestellt. Das weiß er übrigens auch nicht. Das Ganze basiert auf dem Geist, der sich's ausdenkt. Wer ist schuld? Wer hat's gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Zuerst einmal der, der sich das jetzt ausdenkt. Auch dieses Gespräch. Du denkst dir dieses Gespräch aus. Mit Sicherheit nicht dieser Pixelmännchen Udo oder der Gedanke Udo Petscher. Na. Darum betone ich immer wieder, ich bin der, der ich bin.
Und ich bin der große Unterschied. Ich bin mit Sicherheit der einzige Bistarde, der einzige Trockennasenaffen, der in dir als Information aufgetaucht ist, aus dir wohlgemerkt, der behauptet, ich existiere jetzt nur, weil du an mich denkst. Ja. Das beziehe ich auf den Udo. Egal, ob du jetzt an das Pixelmännchen denkst oder du denkst dir jetzt den Menschen Udo aus irgendwohin. Mhm. Du kannst dich auch an Jesus ausdenken, da ist nicht viel Unterschied, das bin nämlich auch ich. Oder an Sokrates, das bin auch ich. Du kannst an dich selber denken, das bin auch ich. Weil das, was das du denkst, wenn du an dich denkst, existiert auch nur, wenn du dran denkst. Mhm. Aber was verändert sich dabei an dir selbst, an dem, der das erlebt? Nichts kann sich nicht verändern. Das ist meine symbolische 200 Gramm rote Gnede. Ja. Wir reden übrigens von Sachen, die hundertprozentig sicher sind. Und wenn du meine Gedanken jetzt als Geist mitgehst, sprich Informationen in dir auswechselst, und zwar genau das, wie ich es dir jetzt beschreibe, was du feststellst, wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und dann wird dir irgendwann einmal klar, wie du dich mit dem Geschwätz deiner Lehrer und Erzieher narrst. Und das sind die Bitzel, die du dir jetzt denkst, sind auch nur Gedanken. Was die sich denken oder glauben, sind Interpretationen von Geräuschen aus einem Lautsprecher. In meinen langen Jahren an der Humboldt-Universität. So, schau, meinst du, das Pixelmännchen hat lange Jahre an der Humboldt-Universität gearbeitet oder studiert? Wo war jetzt die Humboldt-Universität, bevor diese Worte gefallen sind? Wo ist die jetzt? Die ist hier und jetzt eine Information. Tja. Das ist ein vollkommen neues Weltbild und ich betone nochmal, genau dieses Prinzip wird in allen heiligen Schriften deiner Welt, in allen Religionen beschrieben, wenn man die richtig übersetzt. Beroshit. Inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut und hingestellt. Ja. Das ist dein Kopf, ein roter Kopf, kein ausgedachter Kopf. Das ist was existiert, das ist mit dem nächsten Gedanken schon wieder weg. Genau. In Vorlesungen und Seminaren auch immer wieder festgestellt, dass man erst einmal nahe bringen muss, dass das Annahmen sind, dass das Hypothesen sind. Es sind Thesen, Hypothesen, es ist geistlos nachgeäfft. Man erzählt dir was und dann stellst du dir das vor. Und dann wirst du feststellen, und ich betone nochmal, all dieses Geschwätz, egal ob es von einem Pfarrer kommt, von einem Pfaffen, von einem Mufti, ob es religiöses, esoterisches Geschwätz ist mit Chakren, ob es naturwissenschaftliches Geschwätz mit Quanten und Wassermoleküle und Atome ist. Es ist komplett austauschbar. Ja. Wenn du ein Computer bist, wenn ich dir andere Daten eingebe, baust du andere Bilder auf. Und die werden die immer logisch erscheinen. Mhm. Es ist nicht das, was wirklich, wirklich ist. Dass das ganz bestimmte Voraussetzungen sind, die kann man anzweifeln. Man kann andere Ideen setzen, die auch funktionieren. Es gibt tausendfach, tausend Erklärungen, logisch, aber alle sind extrem fehlerhaft. Ja. Jetzt denk dir mal an den Computer und wir schauen mal jetzt im Internet nach, wie viel Weltbilder es schon gegeben hat. Ein altes Beispiel von mir. Geozentrisches Weltbild, heliozentrisches Weltbild, ptolemäisches Weltbild. Da gibt es so viele verschiedene Weltbilder. Umso mehr du anfängst, stochastisch danach zu suchen, wenn in dem Internet immer mehr Weltbilder der Vergangenheit auftauchen, wo man angeblich einmal dran geglaubt hat. Und wir können jetzt diese Weltbilder, da gibt es natürlich dann nochmal auch Matrix, ist ein vollkommen neues Weltbild, ist auch nur ein Weltbild. Ich sage, ich kann ja nur innerhalb deiner Logik mit dir reden. Wir bleiben mal in den Weltbildern, wo man davon ausgeht, dass dieses Universum im Widerspruch zu dem, was dieses Wort eigentlich bedeutet, das in eins gekehrte, weil sich alles immer nur in den einen, ich muss mir was ausdenken, dass es dann wieder in mich reinfällt. Die Welt der Gedankenwelt von El Hayom, von Gott im Meer, das ist die Symbolik. Dass wir von Weltbildern reden, dass um dich herum ein riesengroßer dreidimensionaler Raum ist, wo irgendwelche Planeten oder Sonnen sich in irgendeiner Art und Weise um sich herum drehen. Mhm. Zum Beispiel das geozentrische Weltbild, dass die Erde der Mittelpunkt ist, das heliozentrische Weltbild, dass die Sonne der Mittelpunkt ist, das ägyptische Weltbild mit einem Zentralfeuer in der Mitte und so weiter und so weiter. Und die können wir jetzt, diese Weltbilder können wir in einen Computer einprogrammieren und als Simulation ablaufen lassen. Mhm. Das ist ein Programm, einfach nur ein Programm. Wir können das sogar in Dreidimensionalität vor uns schweben lassen, wenn wir das für VR-Brille programmieren. Und dann kannst du diese ganzen Weltbilder, an die Menschheit, die wir uns jetzt ausdenken, angeblich einmal in der Vergangenheit geglaubt hat, weil man uns das erzählt hat, und jeder, der diese Zeit kennt, ist auch nur vom Hören sagen. Hilft ja jeder bloß nach. Können wir simulieren, sogar in 3D vor uns im Raum schweben lassen. Das Problem besteht darin, dass in dir irgendwas drin ist, das sagt, dieses heliozentrische Weltbild ist richtig und alle anderen, die haben keine Ahnung gehabt. Das hat man dir aber auch erzählt. Mhm. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du das andere genauso nachhelfen. Das ist, wenn ich sage, egal was du studiert hast, hätte man dir in der Uni was anderes erzählt, würdest du Vorstellungen aufbauen,
immer in Maßsetzung, was du nachäffst. Genau. Das heißt, das ist die Sache mit dem Schwamm. Egal, was man dir erzählt, du baust Vorstellungen auf. Ja. Die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das nenne ich das Geschwätz vom Zweiten. Es sind Thesen, Theorien, Hypothesen, die komplett austauschbar sind. Und sobald du einmal eine Logik in dir drin hast, das ist die Computermetapher, wird alles, was deiner Logik widerspricht, was dir unlogisch erscheint, was du als falsch, verkehrt, gefährlich definieren oder erst gar nicht, kann Dateien nicht lesen. Nee. Und Holofeeling ist ein Programm, das alle Dateien lesen kann. Mhm. Und auch sagt, alle Dateien sind wichtig. Mhm. Und die auch sinnvoll sind. Insofern, weil das muss ja erstmal geschaffen werden, weil die Leute sind so gläubig, ja. Dass sie. Gläubig heißt das dann mal Glaube für Wahrheit. Das heißt hier, dieses berühmte AOB, wo ich immer wieder vorne mache, dieses AOB im Wort Glauben, im Wort Zauber, das ist die Beschwörungskunst. Beschwörung. Ihr beschwört und alles, was du beschwörst, sind Meinheit und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du nur noch das beschwörst, was du auch beschwören kannst, im klassischen Sinne des Wortes, ich schwöre. Ja. Hast du es gesehen? Hast du es am eigenen Leib erlebt? Ist es wirklich hundertprozentig sicher, dass du dich jetzt auf einer Erdkugel befindest, die schon da war, bevor es dich Geist gegeben hat? Kannst du das beschwören? Kannst du beschwören, dass du von deiner Mutter geboren wurdest? Ich rede jetzt mit einem Geist. Es ist unheimlich logisch, dass du dir jetzt eine Frau denkst, die ein Äffchen aus dem zwischen den Beinen herauspresst, aus ihrer Matrix. Ja. Du bist diese Frau. Das ist deine Logik. Du presst dich selbst aus dir heraus, wenn du an deinen Körper denkst. Ja. Und hüllst dich dann ein in dieses Ding, das du ich nennst, das nur ein Gedanke ist. Du hüllst dich in jeden Gedanken ein, den du denkst. Das ist vollkommen gleichgültig. Ob du jetzt um dich herum deinen Schädel denkst oder du denkst dein Wohnzimmer um dich herum. Mhm. Es ist einfach nur eine Information und ständig im Wechsel dieser Informationen ändert sich an dir überhaupt nichts an dem Geist, der das erlebt, weil nichts kann sich nicht verändern. Genau. Bloß das, was nichts ist, verändert sich. Jetzt haben wir aber ein ausgedachtes Nichts, das immer ist und die Gedanken werden drumherum, die sich ständig wie mehr immer verändern. Das ist die Metapher. Alles glauben, was man ihnen erzählt. Also es ist aber egal, was du an Baby erzählst, egal in welcher Umwelt, egal zu welchem Jahrhundert ich jemanden groß werden lasse, was ich ihnen erzähle, dieses Wissen ist wie wenn ich einen Computer programmiere und dann wird er die Bilder aufbauen in Maßsetzung dieser Programmierung. Das ist das Neue an Holofeeling. Ja. Ich erzähle dir nicht, was richtig und verkehrt ist. Ich erkläre dir, wie du funktionierst und was du bist. Genauso Zeitreisen zum Beispiel, das soll es dann geben. Und Zeit? Die Frage ist schon weg, wenn du weißt, dass es bloß hier und jetzt gibt. Ja. Das große Problem in der Kausalität. Es ist bewiesen worden, niemals. Ja. Nicht mal alles, was die sagen, was bewiesen ist, sind Meineide. Ja. Es ist ein geistloses Wasser, besteht aus H2O, Wasserstoff und Sauerstoffmolekül. Beziehungsweise Wassermolekül, Entschuldigung, dass wir genau sind zwei Sauerstoffmoleküle. Atome und zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom. Was ist das? Was ist Wasserstoff und Sauerstoff? Es sind unsichtbare, geschmackslose, ungiftige, geruchslose Gase. Etwas, was du überhaupt nicht wahrnehmen kannst und das haben die vor 200 Jahren schon entdeckt. So steht es in den Büchern, hat man die erzählt. Ja. Die Tausenden von Beispielen, wo ich sage, es ist immer wieder betone ich in deinen Physikbüchern, ist auf jeder Seite so eklatante Fehler. Wohlgemerkt, die Fehler bestehen nicht in den Formeln, die drin sind. Ich erinnere jetzt wieder an die Lichtgeschwindigkeit und an die Definition von Meter, an diese dimensionslose Geschwindigkeit. Diese Aussage ist vollkommen korrekt in dem Moment, wo ich das begreife. Jetzt habe ich hier mal ganz Schönes. Konkret zu sagen. Das ist jetzt zum Beispiel, schau, ich habe da oben diesen Startpunkt, habe ich gesetzt, konkret gesagt. Ja. Komm mal ganz kurz einmal hin. Mal ganz konkret zu sagen. Ganz konkret zu sagen. Was bedeutet das Wort konkret? Konkret. Wir schauen da zuerst einmal rein. Schau, konkret heißt gegenständlich, wirklich anschaulich, sachlich, bestimmt, genau. Dann gehen wir runter und dann landen wir in dem Wort konkretus. Schauen wir uns das einmal an. Heißt zusammen? Zusammen, ja. Das Zusammenwachsen, die innige Verbindung. Es wird dann etwas anschaulich, wenn du dir was ausdenkst. Aber das, was du denkst und du selbst im unteren Baum miteinander verbunden, egal wo du dir was hindenkst, lass uns mal wieder an die Kängurus in Australien denken. Wo sind die jetzt? Und warum sind die da? Nur ich sind die jetzt wirklich in Australien?
Lass uns jetzt einmal wieder an das heliozentrische Weltbild denken. Wo war jetzt das, bevor ich die Worte ausgesprochen habe? Hast du nicht eine innige Verbindung mit dem, was du dir jetzt ausdenkst? Ja. Denk jetzt einmal an den Mond. Hast du nicht eine innige Verbindung? Ist der Mond, den du dir jetzt nicht denkst, ist der nicht hier und jetzt? Und machst du nicht den Fehler, dass du das zweite Gebot brichst? Ja. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Nochmal, du wirst dann nie fern machen, wenn du begreifst, wie wichtig diese Sprüche sind, diese Jesus-Sprüche oder die Bibelsprüche. Ja. Sorge dich nicht um morgen, morgen wird nichts passieren. Und liebe deine Feinde. Fang an, all das zu lieben, was du bisher bekämpft hast, selbst die Krankheiten. Ja. Versuch nie irgendetwas zu bekämpfen, weil sobald du was nicht haben willst, entheiligst du dich. Das ist Konkretio. Jetzt kann man da Kongresso, ich kenne jetzt wieder dieses Wort alleine. Jede Kleinigkeit, das Zusammenwachsen, eine innige Verbindung. Bindu. Wie oft bin ich auf den Bindu-Punkt eingegangen? Genau. Es ist hier und jetzt in dir das, was du denkst und du, Geist selbst, gehören zusammen wie 200 Gramm rote Gnede. Ich symbolisiere damit einen nicht denkbaren Geist und die Form, die dieser Gnede annimmt. Das Ausgedachte, der Traum und der Träumer, das ist eine innige Verbindung. Es gibt keine Traumwelt, nochmal Welt, wie die heißt der polare Rand, das Brandopfer. Du musst diesen polaren Rand, deine Gedankenwelt ständig opfern, um eine neue Welt aufschmeißen zu können. Mhm. Du musst jedes Bild auf dem Monitor opfern, um das nächste Bild zu kriegen. Bild, 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 Bild. Das führt uns übrigens dann, schau, ich mache jetzt hier, da können wir jetzt reinfahren, ich habe da bloß ein paar so Holographie, Stereoskope sehen, Stroboskope der Bewegung. Da geht das Ganze schon wieder los. Holos ist das Ganze. Das Wort ganz könnte ich jetzt hebraisieren, wird man ungefähr eine halbe Stunde brauchen. Vollständig. Da geht es jetzt runter, die Rekonstruktion eines Wellenfeldes. Was sind eigentlich Gedankenwelt? Was ist ein Wellenfeld? Was ist ein Feld? Feld ist Schad. Ja. Eine logische Öffnung. Ganz einfach. Das ist das einmal Schad. Schau, logisch geöffnet. Eine logische Öffnung, das ist die Bedrückung, der böse Geist, der Dämon. Der Dämon. Ja. Ursprünglich nichts Negatives. Nein. Und weibliche Brust. Eine einzige weibliche Brust. Ja. Schau da. Wenn du jetzt diese weibliche Brust siehst, dann kriegst du ein Feld. Das ist auch Hexe, die Zaun, das freie Feld, das hebräische Wort für Feld. Die Schadim sind die zwei Brüste. Ich weise immer wieder darauf hin. Jetzt muss man, wenn wir von der Brust reden, Chasa. Das ist der Brustkorb. Entschuldigung. In Gedanken sehen. Das ist, die Brust bezieht sich auf den männlichen Brustkorb. Das ist der Seher. Im Geiste sehen. Hochinteressant. Das ist übrigens alles original Wörterbücher. Ja, ja. Und das, was du im Geist siehst, das ist jetzt praktisch, denk dir, das ist die Meeresoberfläche, die Nulllinie. Schau das kleine Bild an. Ja. Und in dem Moment, wo sich ein Joch all, sobald du was hochhebst, das ist das augenblickliche Licht jetzt blau gelesen. Das heißt, das obere, die Höhe ist HBH. JHBH, das ist ein Joch, ein hölzernes Joch. Da muss man jetzt wissen, dass das Holz ist Etz. Das steht für einen Augenblick, eine augenblickliche Geburt. Die augenblickliche Geburt, das ist das Holz. Und dann beginnt dieses Spiel des ewigen sich Veränderns. Und ich will aber hier jetzt nicht, du merkst, wir müssen so weit reingehen. Wichtig, dass zu konkret ist das, was mit dir zusammenwächst und das ist das, was du jetzt denkst. Und wenn ich jetzt diese kleine Radix im Althebräischen anschaue, wir machen lassen das einmal Maschinen übersetzen. Das heißt die Vereinigung der Gattungen. Das heißt eigentlich die Vereinigung dessen, was generiert wird. Wellenberg und Wellendal und alle Wellen fallen in einem Punkt zusammen. Nur das Wort ad quae. Mhm. Schau mal. Die Vorsilbe ad. Ja. Du wirst merken, das wird bis ins Detail, es ist unendlich präzise. Ad. Bei den Alten auch ad geschrieben. Das müssen wir uns jetzt extra anschauen. Wie umgekehrt. Zur Anknüpfung eines verschiedenen, aber nicht völlig entgegengesetzten Gedankens. Aber allein, andernseits aber auch. Jetzt ist wichtig, dass das Que, das dann folgt. Genau. Das können wir gleich wegmachen. Das habe ich tausendfach erzählt. Ja. Dann auch beim Sieben. Das heißt schlichtweg, folgt zum Angehängt hin, zur Anreihung an das Vorhergehende.
Das hast immer wieder vorher und nachher. Aber ja, das passiert jetzt. Du bist immer in der Mitte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Du kannst nur in der Mitte sein. Das ist entgegen, aber allein. Aber Jupiter und alle Götter werden dich zerstören. Ad di Jupiter. Alle, du und dich selbst, alles, was du dir ausdenkst, wird sich auflösen müssen, dass du auf eine nächsthöhere geistige Ebene kommst. Ja. Jetzt, wie gesagt, ich könnte auch so viel darüber erzählen, aber hören wir ganz kurz, was hier nochmal passiert. Konkret zu sagen. Um mal ganz konkret zu sagen. Der, wenn Sie abends in Griechenland am Strand sitzen, und es ist ja vielleicht ein klarer Tag, wie auch immer. Interessant, schau nur, das Wort A steht für die Schöpfung, Ben steht für die polare Existenz, für den Sohn. A, Ben, der schöpferische Sohn, A, Benz. In Griechenland, am Strand, ist der Rand. Der Strand, der Menschensohn steht mit einem Bein auf dem Meer und mit einem Bein auf dem Land. Eigentlich genau genommen immer, das ist die Mitte. Ja, da gibt es doch, ja. Okay, und Sie sehen einen überwältigend schönen Sternenhimmel. So, du sitzt jetzt und du schaust, aber das ist nicht da oben, das ist auf deiner VR-Brille. Die Sterne, die du dir ausdenkst, sind hier und jetzt in deinem Kopf. Genau. Wenn du im Zentrum von einem Tetraederspiegel bist und du selbst bist ein kleines Licht und du schaust jetzt um dich rum, hast du um dich rum tausende von Lichtern, die aber nur in dir drin sind, weil das sind Spiegelungen. Das ist das Tetraederprinzip. Jeder normale empfindende Mensch hat es. Jeder normale Mensch, das ist ein normaler Mensch, den du dir jetzt ausdenkst und hör mal zu, was er sagt. Ein tiefgläubiger Materialist. Irgendwas rührt ihn da an. Irgendwie wird er da affiziert. So, was sieht er da? Und es wird affiziert. Ein Affe fängt an, sich mit unendlich vielen Lichtern um sich herum zu zieren. Schwingt. Ja. Dann kommt. Das ist das eine, das ist eine elementare Erfahrung. So, jetzt kommt der Verstand, der sich viel angelesen hat. Ganz wichtig, jetzt kommt ein Programm. Der Verstand, der sich viel angelesen hat, viele unterschiedliche Meinungen, aber eine dieser Meinungen war die erste Meinung, die du bekommen hast. Und diese erste Meinung ist für dich richtig und alle anderen Meinungen müssen zwangsläufig, wenn die deiner Meinung, deiner Logik widersprechen, müssen die verkehrt sein. Jetzt muss ich aber wissen, dass ich richtig und verkehrt austauschen kann, wenn ich das Wort Richtung und Kehrseite nehme. Schau bitte nochmal an. Wenn ich jetzt behaupte, das Ding hat einen Händel, ist das deine Richtung, in die du jetzt schaust? Da gibt es aber eine Kehrseite, wenn ich jetzt behaupte, ja, keinen Engel, dann sagst du, das ist verkehrt. Die Kehrseite ist nur die andere Seite. Wird jetzt die Kehrseite zu deiner Richtung, wirst du sagen, das Ding hat keinen Engel und ich behaupte jetzt, das hat einen Engel, dann sagst du, das ist verkehrt. Ja. Richtig und verkehrt ist austauschbar. Das heißt, jede Seite, die richtig ist, kann auch die verkehrte Seite sein und umgekehrt. Jetzt sind wir aber nur, dass aus den zwei Seiten plötzlich vier Möglichkeiten werden. Mhm. Habe ich so oft gesagt, der Richter, der sagt, du bist schuldig oder unschuldig, ist ein großes Problem. Weil sobald einer schuldig ist, gibt's, schuldig gesprochen wird, gibt es auch sehr viele, das Gegenteil, die schuldig gesprochen werden, obwohl sie unschuldig sind. Und umgekehrt. Ja, da hat er gehört von der Relativitätstheorie, von den Galaxien, wie das sein soll und so weiter. Du hast übrigens auch gehört, dass du von deiner Mutter geboren wurdest und dass du ein sterbliches Säugetier bist. Das hat man dir erzählt. Das bist du aber nicht. Das sind Gedanken von dir, die du aufbaust und mit denen du dich verwechselst. Kommt viel, sozusagen, wird in seinem Kopf, ist es präsent. Und ich habe das öfter erlebt. Im Kopf? In welchen Kopf? Doch in dem roten Kopf, der blaue Kopf, an den du denkst, wenn du an deinen Trockennasen auf den Kopf denkst, der existiert doch auch bloß, wenn du ihn denkst. Eben, ja. Da ist aber ein roter Kopf, dieses Beroshe, inmitten dieses Kopfes, der im Meer ist. Und in dem spitzt sich alles ab. Das ist das Zentrum von der Kamera Obscura. Erlebt auch einmal ganz extrem in Griechenland, wo dann genau diese Diskussion losbrach. Ja, wie empfindest du das? Denkt sich jetzt eine Vergangenheit aus und meint, es war in der Vergangenheit. Du kannst in der Vergangenheit nie was gedacht haben und du wirst in der Zukunft nichts denken können. Und du hast in der Vergangenheit niemals was erlebt und du wirst in der Zukunft nichts erleben. Ja. Dein Körper ist nicht in der Vergangenheit erschaffen worden, der Säugling, und er wird nicht als Greis, als alter Mann in der Zukunft sich auflösen. Der Körper, an den du denkst, wenn du an dich denkst, der entsteht jetzt. Und er wird mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört, wenn du nicht mehr an ihn denkst.
Das ist hundertprozentig sicher. Und es verändert an dir selbst nicht das Geringste. Und solange du meinst, du musst diesen Körper am Leben erhalten, indem du zur Erde lehnst, die dir irgendwas verkaufen wollen, oder Politiker, die hier, es ist Scheinheiligkeit und Verlogenheit, die ich dir übrigens einspiele. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir jetzt ausdenke, vorwurf, dass er genauso ist, wie ich ihn mir jetzt denke. Bist du schon ich? Ich behaupte, dass ich du bin. Aber bist du schon bewusst ich? Magst du das auch? Oder gibst du irgendwelchen Leuten noch irgendwelche Schuld und bist du noch vollkommen einseitig? Definierst du noch, wer die Guten und wer die Bösen sind? Wer die Wahrheit sagt und wer lügt? Das ist alles kein Thema für Holophilen. Die Frage ist, was bist du und was sind deine Gedanken und warum sind deine Gedanken da? Weil du sie denkst. Genau. Kannst du dir raussuchen, was du denkst? Nein, du bist zurzeit in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt. Ja. Das Spiel spielst du jetzt, je nachdem, wie lange du dich mit Holophilen beschäftigst. Ich denke mir jetzt dich aus, dass du vielleicht dich schon 20 Jahre mit Holophilen beschäftigst. Wieso hast du es immer noch nicht verstanden? Immer wieder glitscht man weg. Es ist hartnäckig ohne Ende. Zu glauben, dass wenn ich jetzt an einen Menschen denke, dass der unabhängig von mir da außen ist und genauso ist, wie ich ihn denke. Nein, er ist so, wie ich ihn denke, aber der ist hier und jetzt, weil ich ihn denke. Und er ist so, weil ich ihn so denke. Er hat keinen Einfluss drauf. Du hoffst immer noch, dass die Menschen um dich herum irgendwie besser werden oder aufwachen. Oder das geht nicht. Gedanken können nicht aufwachen. Die können nicht besser werden oder schlechter werden. Sie sind so, wie du sie jetzt denkst und sie sind nur, solange du sie denkst. Ja. Sie kriegen nicht mit, was du denkst. Keiner. Solange man jetzt alleine da sitzt und sich nur einen Monitor anschaut und einen Lautsprecher zuhört, ist das einigermaßen auch nachvollziehbar. Sobald du in einer gewissen Gruppe, ich nenne das immer als Brösel unter Brösel bist, was du meinst, da funktioniert die Vergesslichkeit wesentlich intensiver. Ja, aber ist doch klar und so weiter. Da kommen plötzlich ganz komische Elemente rein. Ich persönlich habe eine gewaltige Erfahrung. So, jetzt kommt der Verstand, der sich viel an. Der Verstand, das Programm mischt sich jetzt massiv ein, das ja alles erschafft. Gelesen hat. Angelesenes Wissen, vom Hörensagen gekanntes Wissen, aber immer nur einseitig. Und jetzt fängst du an zu urteilen, was richtig und verkehrt ist. Zwanghaft. Ja. Yeah. Das musst du komplett überwunden haben. Ich sage, schau einfach, was da ist. Egal, was jetzt da ist, es ist da. Genau. Und zwar genauso lange du das anschaust oder genauso lange du das denkst, ist es da. Aber du wirst feststellen, es ist nicht lang da. Es tauscht sich immer jetzt aus. Es kommt jetzt, auch wenn du jetzt in dir das Gefühl aufbaust, da habe ich 5 Minuten dran gedacht oder es hat 1 Stunde gedauert. Es ist 1 Stunde, 1000 Jahre. Was hat länger gedauert? Die 1 Stunde war genauso lange ein Geräusch wie die 1000 Jahre. Ich stelle mir bloß was anderes vor. Jetzt denk an eine Erdkugel und jetzt denk an einen Tischtennisball. Oder ein Sandkorn, ein Stecknadelkopf. Was für eine Kugel ist besser? Was für eine ist größer? Die Fragen stellen sich doch überhaupt nicht. Ist die Erdkugel, die du jetzt dir als Kugel vorstellst, ausdenkst, in dir als Information wirklich größer wie der Stecknadelkopf? Ist die Ecknadel? Und dann stellst du plötzlich fest, es ist ja nicht eine Kugel, das sind ja tausende verschiedene Kugeln, ich muss bloß das NDL da eingeben. Ja. Yeah. Können wir das Gespräch... Was ganz Eigenartiges, jetzt kriegst du den Tausendfüßler. Ah ja. Aber der Tausendfüßler, ich muss jetzt wissen, dass das Wort Tausend eigentlich Aleph heißt. Aleph. Zeige ich dir nochmal was, Aleph, Aleph. Das heißt nämlich tausendfältig sich vermehren. Interessant, schau mal, ist dir das aufgefallen? Halt, Entschuldigung, da würde ich hin. Können wir das Gespräch dann teilen eventuell? Wir machen das rein. Schau mal. Ja, teilen, weil das ist nicht zu lang. Ja, wir haben das gleich. Ja, wunderbar. Ich weiß, du musst weg oder du willst weg, aber ja. Wir haben ja den Füßler noch. Da müsste ich jetzt wissen, dass der Tausendfüßler, Tausendfüßler, dass das ja die Regel sind. Ja, die Beine. Und zwar genau genommen sind es die Regeln, ich weiß nicht, ob jetzt das drin ist, die Meersal. Das sind die Regeln, die Füße, die Beine, das polare Eine des Meeres. Ja. Übrigens, hier hochinteressant, wenn du, das sind deine ausgedachten Wellen, deine Gedankenwellen, weil nämlich Gell berechnete R, das ist die Berechnung, die Ratio von Gall, Regel. Das ist die Berechnung von Wellen. Ja. Und dann kriegst du jetzt hier zwangsläufig den Haufen, den Trümmerhaufen, bla 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 bla. Ja,
Da hat er gehört von der Relativitätstheorie, von den Galaxien, wie das sein soll und so weiter. Jetzt kommt Gall ist die Welle, Regel, die Galaxien. Jetzt müssen wir, die Sprache ist ein Computerprogramm. Das breche ich jetzt gleich ab. Wir waren nur bei dem Wellenfeld. Da kommt das Hologramm, ist das ganze vollständige Gramma. Das ist Holofeeling. Ein Hologramm ist das Geschriebene, die geschriebene Botschaft. Botschaft wieder ist besser, heißt auch die göttliche Botschaft. Ja. Ist ein Speicherbild. Diese Worte werden, alles was da steht, stimmt. Aber was du daraus machst, der Dennis Gorber hat es, der Geber hat es erfunden. Ja. Aber mir geht es jetzt bloß, und dann kommst du hier zu stereoskopischen Sehen. Stereos heißt nicht räumlich, sondern das heißt fest, starr, unbewegt. Bild, 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 Bild. Du schaust immer statische Bilder an, okay? Ja. Und jetzt wird es interessant, wenn du das stereokopische, was habe ich jetzt gemacht? So, das ist starr, starr. Unbeweglich, fest, anschauen, beobachten. Da gibt es keine Bewegung auf dem Fernseher, bewegt sich nichts auf dem Monitor und auf deiner Stereobrille. Bewegt sich auch nichts. Aber interessant, wenn ich jetzt stereoskopisch nehme, was ist dann eigentlich was Stroboskop? Was ist eigentlich was Stroboskopisches? Ein hüpfender Ball in einem Stroboskop. Dass das plötzlich der Ball eigentlich bloß noch Einzelbilder sind. Ja. Und das Ganze führt dich dann in einem gewissen Maß, wenn du hier reinfährst, in diese stereoskopischen Lichtbitze in der Körperscheibe, wo kommt es eigentlich her, führt dich dann mehr oder weniger dazu. So, und jetzt kommt die Quantelung des Lichts. Es gibt keinen Lichtstrahl, der sich von A nach B bewegt. Nein. Soll ich du jetzt das einmal abbrechen, dass das nicht so lang wird für uns? Das ist einfach den achten Band der Ohrenbohrungen lesen. Ganz einfach diese 8 Minuten, wo das Licht braucht. All das ganze Zeug. Es ist Hirnwichsereien. Du bist hier Lügnern auf den Leim gegangen, weil du nie dir die Mühe gemacht hast, selber zu denken, weil du so eine Autoritätshörigkeit hast. Genau. Das soll jetzt nicht zu einem Größenwahn führen, sondern einfach zur kindlichen Neugier. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, einfach das Ganze in Frage stellen. Ja, genau. Das ist das Spiel. Danke. Das passiert, du musst dir keine Gedanken machen. Nein. Ich mache die Gedanken, ich mache deine Gedanken, weil du zurzeit ein träumender Geist bist. Ich sage nochmal, ich bin jetzt nicht als Udo in irgendeiner Form für irgendwas verantwortlich. Ich bin ein Gedanke von dir. Ich war für dich so sein, wie du mich jetzt ausdenkst. Ein Guter, ein Böser, ein Lieber, einen, den du kennst, einen, den du nicht kennst. Das gilt aber für jeden Affen, den du dir ausdenkst, für jeden Primaten. Übrigens, das Wort Primat, der Mensch, gehört zur Gattung, so hat man dir das ja beigebracht, ein sterbliches Säugetier gehört zur Gattung der Primaten. Primat, Pri, hebraisiert heißt die Frucht des Todes. Und die Mat, Medim, das hebräische Wort für die Leute, für die Menschen, der Böbel, sage ich immer wieder, das Gesocks, das heißt die Toten des Meeres. Ja. Tod wiederum heißt so viele auf Lateinisch. Lass die Toten ihre Toten begraben. So ist Mach dir keine Gedanken. Und begreife, dass in einer Welle nochmal Sonnenschein und Regen gehört unterem Bau zusammen. Nicht sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Leben ist nur möglich in deiner Vorstellung von Leben. Ist nur möglich, wenn beides ständig wechselt. Ja. Der Wechsel ist nie chronologisch. Kein Vorher und Nachher, sondern jetzt scheint die Sonne und jetzt regnet es. Jetzt. Du sagst, vorher hat es, das denkst du dir jetzt. Oder es wird wieder regnen, wenn jetzt die Sonne scheint, denkst du dir jetzt. Was ist, ist jetzt, das ist das ewige Hier und Jetzt. Und was sich dabei nicht verändert, das bist du. Der, der diesen ständigen Wechsel seiner eigenen, selbst erschaffenen Informationen zu erleben bekommt, wie einen Traum. Es spitzt sich in deinem Kopfkino ab. Beroschet inmitten dieses Kopfes von Himmel und Erde erschaffen. Nicht in dem blauen Kopf, den du dir ausdenkst, in deinem Kopf. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ja jetzt in dem Kopf von dem Udo, dann denkst du dir wieder Kiste und denkst dir was rein. Es ist genau genommen alles eine Messung. Wie war das nochmal im Esse? Die Gestaltwertung vom Tun handeln, Esse vom Tun machen handeln. Etzpri, Essepri heißt es in der Bibel. Ja. Frucht, die Frucht ist und Frucht macht. Ja. Und die Frucht wiederum beginnt mit unserem Fruceti. In Schrecken versetzen.
in Schrecken, China-Ecken und jetzt kommen wir dann irgendwann einmal in diese, ich nehme ein Ecke und strecke ein Ecke in diese Tetraederstruktur. Im Unendlich-Eck. Ja. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Lass was gut sein. Kleiner Geschmack. Immer ich wiederhole und wiederhole, aber das nützt nichts, wenn du es wiederholst. Du wirst es einfach verstehen. Es geht nicht um das Wiederaufrichten. Ich sage es nochmal. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist ewiger Geist, eine Facette meines ewigen Geistes. Das nennt man Gott Vater, Gott so. Ich nenne es JCH und ICH. Der vom Bücherregal und einer, der in eine Traumwelt hinabgestiegen ist, um etwas zu erleben. Du musst keine Angst haben, dir kann nichts passieren, wenn du dich, dieses Programm, deinen jetzigen Glauben und den Glauben der Menschen, die du dir ausdenkst, vollkommen durchschaut hast. Dann nehme ich dir das Haar wieder weg und dann kriegst du das Haus, das Wort. Danke. Wir verändern nichts. Nee. Und Tetsch. Tetsch.